Ciao zusammen bei Metal Servola X Wer blastet was? Yeah! Am Open Air Grenichen im Backstage. Da sind wir! Genau, es ist der absolute Shit. Das Open Air Grenichen hat uns eingeladen und wir haben einen Backstage-Bunker bekommen, wo wir jetzt werden Podcast aufnehmen. Hast du jetzt gerade gesehen, wie synchron mit Hand oben runtergenommen haben? Wahnsinn! Wirklich ganz geil. Shoutout das Grenichen. Wir haben einen Raum, also einen richtigen Container nur für uns. Wir fühlen uns richtig professionell. Und wir haben hier einen Strom, Licht, alles. Und jetzt ist gerade mal meine Frage, Bella, was mache ich eigentlich da? Ich wollte gerade sagen, irgendetwas ist ein bisschen komisch, weil der B. Ryan neben mir sitzt und nicht der R. Icky. Weil der werte Herr R. Icky, also der Ricky, der Papa Ricky, ist leider in der Ferien. Also schön für ihn natürlich. Schön für ihn und auch schön für dich. Ja, weil ich komme ins Vergnügen für den Ricky stellvertretend, das mit dir zu podcasten. Und das Gute ist, der Ricky ist in Spanien und er schwitzt wahrscheinlich aber gleich viel wie mir. Ja, hast recht. Wenn dann Bands hier reinkommen für Interviews, müssen wir die Löcher auftun. Es ist gerade eine Sauna da rein. Warte, es ist gerade niemand am Soundchecken. Niemand am Soundchecken. Öffnen Sie die Luke. Genau, also wir haben jetzt gerade so ein bisschen aus dem Backstage Expello am Soundcheck zuhören. Ja. Yeah. Es klingt hure geil, so Opener Grenichen ist wieder mal sehr, sehr, sehr gut eingerichtet. Also wir sind da hingekommen, es hat alles souverän funktioniert. Und eben, also ich meine, die, die den Podcast schauen und nicht nur hören, ihr seht es, es hängen sogar Poster da. Es sieht hure geil aus, wir haben eine Blumenvase. Yeah. Die ist auch hure hübsch. Platz für uns und für Gäste. Platz für uns und für Gäste. Und genau, das ist eben, wir sind da, um heute nicht nur ein bisschen vom Festival zu berichten, wie wir das letzte Mal gemacht haben, sondern heute und morgen werden wir Bands interviewen. Wir machen jetzt da noch schnell das Intro. Wir sind vorher nämlich essen. Wir haben uns Fried Chicken gegönnt. Yeah, Fried Chicken, check it out. Wo laut Sascha, der bei Lotrify singt und im Grenichen im Media-Team den Instagram-Account macht, glaubst du, relativ oft gefragt worden ist, ob die wieder kommen. Und Fanservice, sie sind wieder da. Brian, wenn wir schnell eine Food-Review machen, wie war dein? Du hast nicht das gleiche gehabt, wie hast du die gleiche Soße gehabt? Ich hatte 250 Gramm Chicken Bites gehabt mit der Secret Chicken Sauce und es war Bombe. Also ich fühle mich gerade verarscht. Ich habe das ganze Menü, wie viel hast du gekostet? 16. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich besser wie mein ganzes Menü, wo einfach Pommes drin sind, der Hauptteil, wo ja nichts kostet. Ein bisschen Käsesoße, Salat und dann nicht 250 Gramm Chicken Bites. Ja, heavy. Also du, ich bin mal wohl genährt für die ersten Bands. Ich hoffe aber du auch. Anscheinend sollte man noch Pizza auschecken. Aber ja. Das stimmt, der Kameramann Nico hat gesagt, man soll Pizza auschecken. Gut, machen wir sicher auch noch. Aber jetzt abgesehen mal von den Foodständen, wie sieht das Festival dieses Jahr aus? Nur schon der Eingang. Wahnsinn! Ah, das ist ein Brunnen, der Blut speit. Ein blutspeiender Brunnen, wenn du reinkommst. Wenn das nicht Metal ist, dann weiss ich auch nicht. Obwohl das Line-Up das ja eigentlich, wenn ich da schaue, relativ punklastig. Okay, nein, es ist zweiseitig. Du siehst es auch auf dem Flyer. Links ist Heavy as Fuck Metal und rechts ist Pop-Punk. Ja, gut, also Pop. Nein, ja, nicht nur. Poppiger Punk. Alkaline Trio vielleicht. Aber ja. Aber die Send. Ja, nein, es ist schon eher Punk. Also, es ist wirklich aufgeteilt zwischen Pop und Punk. Und es hat für jeden etwas dabei. Es hat sogar Grindcore dabei, es hat sogar Doom Metal dabei. Alles. Alles ist dabei. Und es hat massiv viele Schweizer Bands dabei. Darum sind wir ja da, weil wir die Schweizer Bands interviewen. Yeah! Dürfen wir schon sagen, welche? Oder das ist das Geheimnis für nachher? Wir können das, glaube ich, schon sagen. Okay. Ich weiß es, glaube ich, noch nicht auswendig. Zum Glück hat es ein Ding. Also, nein, zu uns kommen nachher irgendwann in irgendeiner Reihenfolge. Als allererstes kommt mal Expello zu uns schwitzen. Yeah! Dann Ruined. Die kommen auch noch. Die und kennen wir noch nicht. Und ja, Hardcore Heavyweights. Vale Tudo! Das wird geil. Das wird super, auf die freue ich mich mega. Freue mich. Und dann ist der Tag heute fertig. Dann gehen wir uns gut Grinden einschlagen. Heute ist Descendants und Alkaline Trio, gell? Ja, und Hatebreed. Ah, Hatebreed. Nein, heute ist Hatebreed. Heute gehen wir uns bei Hatebreed gut Grinden einschlagen. Genau. Das wird lustig. Ja, also, hey, Brian, ich würde sagen, das war mal das Intro gewesen. Wir haben ja noch nicht viel erlebt heute. Ist es so? Darum gehen wir jetzt mal Eindrücke sammeln, Expello schauen und melden uns dann mit Expello wieder zurück. See you later. Ciao. Guten Tag miteinander. Wie der Brian und ich vorher schon angekündigt haben, ist die erste Band, die wir hier interviewen dürfen, Expello. Wir haben
Drei Fünftel von Expello haben wir da. Sagt doch mal, wie ihr heisst. Danke, Brian, weil ich hätte jetzt gerade falsch gesagt, man hat mich unter Nick. Weil es letztes Mal anders. Nicht unter drei. Weil es letztes Mal anders rumgeguckt sind. Aber ja, dann machen wir du doch mal. Du bist letztes Mal anders rumgeguckt. Ja, eben, genau. Du bist nicht hingeguckt. Genau. Machen wir doch deine genau. Idee, die ist eh besser. Also, hau raus, bitte sehr. Mick, Vocals. Niki, Gitarre. Gute Gitarre und so. Und administrative Arbeiten. Homöopathie. Und es ist nicht so, dass wir ihn mobben, dass er dort hinten am Fenster steht. Unser Studio ist halt einfach für vier Personen ausgelegt. Ja, man sieht es. Studio, ja, mal. Ja, hey, also erstens habe ich jetzt, ich habe mir das aufsparen bis jetzt. Ich habe es zwar, glaube ich, nicht geschafft, weil ich habe sicher jemandem oder zwei oder drei vorher schon gesagt, dass ich den neuen Song sehr geil finde. Der Song Ghost Song rausgebracht, das ist ein absoluter Ficker. Und eben, dass es 2010 ist, ist gut. Das ist okay. Gut. Okay. Ich bin nur nicht sicher gewesen, weil vieles aus 2010 ist immer so ein bisschen cringe. Aber ja, gut. Aber das gute Zeug halt nicht. Das, yeah. Was überlebt hat. Wenn man zurückdenkt, denkt man immer nur an das Positive, oder? Ja, okay. Darum, ja, neue Song haben wir draussen. Am 12.10. ist die Release-Show vom neuen Album. Yes. Wann dürfen wir mit dem neuen Album rechnen? Dann. Dann. Dann, sehr gut. Ja, good to know. Genau dann eigentlich. Also das ist so geplant. Wenn alles funktioniert. Finde ich gut. Und sonst umso mehr ein Grund, um euch zu schauen, weil dann spielen die Songs, die man vielleicht gar noch nicht hören kann. Ja, das ist so. Sehr nice. Jetzt, was kann man so erwarten? Euch gibt es schon ein Weile, ihr habt schon viele Songs rausgehauen. Fangen ihr an, Neues auszuprobieren oder wird es einfach genau das, was der Expello-Fan will? Hey, ich glaube, sowohl als auch. Es ist wieder mal ein Album, wo man kann sagen, es ist der, so ein bisschen Jair zwischen den sehr harten Parts und den sehr melodischen Parts ist nochmal, glaube ich, ein bisschen aufgegangen. Und wir haben ein, zwei Sachen drin, die für unsere Verhältnisse doch so ein bisschen experimentell sind, denke ich jetzt mal, von den Songs her. Und ich glaube aber, es ist trotzdem der rote Faden, es ist immer noch sehr, sehr, sehr fest Expello. Finde ich gut. Ja. Also ich glaube, das, was am meisten Expello ausmacht, gerade so Songwriting-mäßig, ist einfach, man macht das, wo man einfach gerade Lust hat, oder? Also. Ja, also wir haben irgendwie mega viel. Es hat ein paar Songs, die recht punkig sind. Also, dein Song erinnert mich recht an Blink-182, irgendwie so. So Ami-Punk-Style. Und ja, ich habe irgendwie einen Song geschrieben und dann irgendwie der Gesang von der Mick ist dazugekommen. Wir sagen, es wird immer punkiger. Tipptopp, mir gefällt das, ich finde das gut. Nein, ich glaube, wir haben. Ja, die Share ist grösser geworden. Die Mick sagt es richtig. Es hat härtere Parts, es hat auch feinere Parts. Es hat einen recht poppigen Song. Ja, ich würde sagen, der eine Song ist recht poppig. Was heißt der Finish? Ich hatte zuerst Angst, gehabt, dass es vielleicht too much wird. Aber ja, irgendwie habe ich den mal geschrieben und gefunden, ja, es ist eigentlich mehr so, as a joke, bringen wir mal so in die Bandprobe. Und dann hat irgendwie mit Mick einen Text dazu geschrieben und gesagt, komm, der kommt aufs Album, ist gut. Also das hat Potenzial zum neuen Song 2 werden. Das war ja eigentlich auch ein Joke-Song, wo niemand hat wollen, eigentlich effektiv. Also nicht, dass du nicht hast wollen, aber so zu der Entstehungsgeschichte so, ist ja auch so gewesen, ja komm, schauen wir mal und dann. Jetzt ist der Hit von Blur. Es ist der, einzige Hit von Blur. Hey, das ist an dieser Stelle mega schwierig zu beurteilen, weil ich meine, es haben nur sehr, sehr wenig Leute bisher können eigentlich mal reinhören, also mal ins Gesamte reinhören und sich ein Bild verschaffen. Und er kommt schon gut an, er ist eingängig und so. Aber wie es dann wirklich dann ankommt, wenn wir es rausbringen. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Ich bin jetzt vor allem gespannt, was passiert, gespannt, wenn Novelists anfangen und unsere Mikrofone anfangen zu kehren. Wir hören jetzt, wie sie anfangen, aber das macht gar nichts. Wir nehmen die Dinger, die schützen davon. Die Dinger schützen, nicht, die Dinger schützen gar nicht. Die sind nur für Fancy und für Wind. Ja, okay. Und wenn man speuzt, dass es halt nicht. Ja, aber es sieht noch gut aus. Der Balken, wenn man redet, ist höher wie der Balken, wenn man nicht redet. Okay. Das, hey, ja, das ist gut. Ich dürfen die Hauptbühne eröffnen am Grenichen. Wie war es? Geil. Sehr geil. Ich kann auch. Also, ich glaube, wo wir das erste Mal hier gespielt haben, haben wir auch dürfen eröffnet. Dort waren wir aber effektiv die allererste Band an dem Abend. Und dort hat es auch viel später angefangen. Und ich glaube, jetzt auch dadurch, dass wir irgendwie gestern ist frei waren, heute machen viele Bock, hat man auch viel früher noch anfangen. Wir haben zuerst gedacht, ja, hoffentlich kommen genug Leute. Aber das ist das Schöne am Grenichen, finde ich einfach, dass die Leute, die kommen wirklich auch wegen der Musik und die wollen auch von Anfang an dabei sein. Und wir haben auch gesehen, wo wir eingeladen haben, es hat eine riesen Schlange von Leuten, die schon angestanden sind. Und
Also, und man hat es nachher auch gesehen. Also, es war voll besucht. Also, viele Leute bei euch, die abgegangen sind, auch nicht nur so die Hände in den Hosensäcken zugeschaut, sondern wirklich stimmig. Und dann habt ihr eine ganz tolle Idee gehabt. Ihr habt mega viele Poolnudeln ins Publikum gerührt. Ja. Wie kommt man auf so etwas? Vor allem, woher bekommt man so viele Poolnudeln? Also, schau jetzt, es ist so. Also, der Marco, der für uns Booking macht und auch Fotografie, hat, er hat die Idee gehabt und hat auf einer Website das mal einfach schon so provisorisch in den Warenkorb getan. Aber die Abklärung war so ein bisschen am Hinken und dann hat er halt einfach die Website zugemacht. Jetzt hat es die Bestellung aber ausgelöst gehabt. Das heisst, wir haben dann einfach plötzlich 60 Poolnudeln, also riesige Kartonschachteln mit 60 Poolnudeln zuhause vor der Hütte gehabt. Ja, und dann haben wir gefunden, ja, jetzt müssen wir es halt machen. Und, aber es ist, die Leute haben es also sehr dankbar angenommen, habe ich das Gefühl gehabt. Es ist sehr gut angekommen. Und mich hat wirklich ein, zwei Mal fast verklopft auf der Bühne, weil es von unten, also es hat so geil ausgesehen von oben, wie alle da irgendwie mit diesen Nudeln, also ich, ganz viele Leute haben das gebraucht irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also es hat auch von unten sehr geil ausgesehen, das kann ich sagen. Die Poolnudeln sind absolut stabile Wurfschuss, habe ich herausgefunden. Und ich glaube aber, das Open Air Greniken ist wesentlich, weißt du, jetzt muss ich Leute reden, das Open Air Greniken ist dankbar, dass er nicht den Felix das Einhorn mitgenommen hat wieder. Also, Must Be Wrong hat letztes Jahr an den Felix dabei gehabt, das komische Einhorn, das aufblasbare. Ah, ja, ja. Und das war anscheinend relativ dangerous, gewesen, weil es die ganze Zeit auf Soundpool draufgelegt ist und weiss nicht was alles. Darum, ja, von dem her, Poolnudeln sind sicher eine sicherere Option für den Festivalveranstalter selber. Ja, wir haben sicher auch gedacht, als wir das erste Mal hier gespielt haben, war es auch so ein heißer Sommer gewesen, und dann haben wir gefunden, weißt du, das wäre geil, Wasserballon. Und dann irgendwie haben wir, ich weiss nicht, wie viel Wasserballon haben wir aufgefüllt, Gudi? Mega viel. Ich glaube etwa 250, so. Ja, etwa 250 Wasserballons haben wir vorbereitet. Und dann waren wir wirklich hinter der Bühne und haben die Ballons gefüllt und haben so Kisten gehabt. Und die Ballons schön parat gestellt, die nachher ins Publikum runtergegeben. Und das war der Wahnsinn. Das hat so geil ausgesehen. Ja, man hat es ja bei der Day to Remember gesehen, wie das funktionieren kann. Und ihr habt das genial umgesetzt. Lecker, jetzt hören wir uns sogar wieder. Wunderbar. Ja. Ja, ist ein bisschen besser. Ja, jetzt ist wirklich einiges besser. Ja, gut. Zwar heißer, aber besser. Ja, das macht nichts. Tipptopp. Sorry für den Unterbruch. Ich habe schnell nur geschaut, dass wir uns hören. Für alle, die es nicht gesehen haben, das war niemand, weil ich hinter der Tür war. Hinter der Kamera, ich habe die Tür zugemacht. Jetzt kommt ja dann eben das neue Album, die Release-Show kommt. Und ihr dürft das Jahr ein paar richtig geile Festivals spielen. Das Rottenrock letzte Woche, jetzt sind ihr da. Was wollt ihr noch erreichen mit dem neuen Album im Gepäck? Was gibt es überhaupt noch zu erreichen? Ich meine, ihr habt schon in der Deutschschweiz kennt euch eigentlich jeder, aber. Finanzielle Unabhängigkeit. Okay. Aber, das machen wir mit so Supplementen, die wir verkaufen. Tipptopp. Poolnudeln mit Expello-Logo drauf. Hey, Alter, das wäre der absolut geilste Merch-Artikel ever. Poolnudeln, ja. Also Pool-Accessoires. Ich habe schon gehört, irgendwie wären uns fast Bodylatschen gekauft wurde. Das hat der Marco schon gesagt. Er hat schon angeschaut. Bodylatschen mit Expello drauf. Hat nicht mehr ganz gelungen, leider, fürs Greniken, aber. Ich habe kein Wort verstanden. Ich glaube, ich mache euch da zu und dann könnt ihr das weiterführen. Ich gehöre nichts. Du kommst einfach jetzt da rein. Nein, das ja. Ist Platz. Mal, du kannst da. Irgendwie schon. Viel Spaß. Irgendwo kommst du schon noch rein. Mal. Okay. Da muss ich der Zaungast. Ah, schade. Ja, ja. Hey, ja. Ist es jetzt leiser geworden mit dem Fenster zu? Ich glaube nicht wirklich. Also ich finde, wir hören einander besser. Okay, oder? Ja, das ist doch gut. Hat sie oben eigentlich souverän einen Container angestellt? Ja. Ich bin hier in ein Loch gegangen, als ich das Ding gesehen habe heute Morgen. Ich schwitze einfach wieder mehr. Ja, also ich habe vorher schon gedacht, die haben ja letztes Mal, ich bin ja am 18. eigentlich wegen Comeback-Hit und die haben es geheißen, die deutschen Donuts, also das Festival kommt. Und haben wir gedacht, hey cool, die Band, die da, das habe ich ja schon erzählt, die Band, die auf der Bühne steht, ballert recht, ich gehe jetzt ins Bier gehen und es ist fertig. Ja. Aber es haben, ich habe gedacht, so, der Brian hat vorhin gesagt, ja,
Expello wird die erste Band sein, die bei uns kommt, schwitzen. Und einer so denkt, ja, und auf der Bühne wird es wahrscheinlich auch nicht weniger warm. So, wie ist das so? Haben ihr im Voraus so, hast ja, glaube ich, bei uns im Podcast schon gesagt, dass du dich wieder ein bisschen hast fit machen für die Stage? Sehr fest, ja. So, hat das funktioniert? Magst du wieder. Lange jetzt? Es hat wirklich funktioniert. Also ich war super froh gewesen, vor allem letzte Woche am Rotten Rock. Dort haben wir gespielt. Und wir haben dort irgendwie um 17:30 haben wir Stage Time gehabt. Und der Sonnenstand ist wirklich gerade so. Gerade innen ins Zelt, wir haben irgendwas 40 auf 40 Grad im Zelt mit der Bühnenbeleuchtung. Ich bin schon fit gewesen, aber ich musste wirklich ein bisschen zwei, drei Gänge zurückschalten, weil ich bin bereits im Bereich hineingekommen, wo ich gefunden habe, hey, jetzt nimmt es mich da. Heute war viel besser gewesen, also ich war zwar todesverkältet gewesen auf der Bühne, aber wir waren im Schatten gewesen, es war nicht zu heiß gewesen, es war wunderbar gewesen. Und es ist einfach so, also ich habe das Gefühl, ich bin wieder voll. Eigentlich drin in der Zone. So ein bisschen. Sehr gut. Also, weiss auch nicht. Also, es ist jetzt mein Empfinden. So langsam. Also, es ist jetzt einfach. Es ist viel üben, Vocals üben, so ein bisschen der mentale Shit und der Sport. Der Sport, ja. Bei mir ist das sehr, sehr eng verknüpft, wie gut meine Ausdauer ist, wie hoch mein Fitnesslevel ist und wie gut ich auf der Bühne bin, ganz allgemein. Ja. Okay, das macht aber auch Sinn, weil ich habe eben letzte haben wir ja so da, wir haben ja so eine kleine Tour gespielt und in der ersten Show haben wir das Gefühl, es war kein Sound gewesen und wir so, okay, für die fünf tun wir jetzt extra blöd und ja, der Sänger von Versus und ich, der Bursch, sind so, nach einem halben Song schauen wir uns so, okay, vielleicht müssen wir einen Gang abschrauben, Kollege, weil ich weiß, wir haben beide den Refrain nicht mehr können, also ich verstehe den Struggle schon, aber ich sollte effektiv mal wieder mehr Cardio-Training machen, das ist schon noch wichtig. Unbedingt, ja. Aber es hat gut ausgesehen auf der Bühne, also sie sind da rumgeköselt, links, rechts, oben, unten. Ja, also es zieht sich dann schon. Und wenn es nicht so scheiß heiß ist, dann. Also, ich merke es vor allem, wenn ich so schwitze, mir geht der Stöpsel raus. Und ja, mir auch. Irgendwie, ich glaube, wir müssen hier deine Empfehlung noch mal haben für die chinesischen Ohrhörer. Ich muss wirklich mal ein neues in ihr im Fall. Ja, bei mir ist es kaputt gegangen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich keins mehr. Einfach wieder oldschool. Kein in der Oldschool. Ich habe es immer super gefunden, dass du bei Hometown eine Ansage übernommen hast. Weil bei mir ist nämlich. Beim Song vorher ist mir bei einem Gump ist mir mein In-Ear aufgehakt und die Batterie rausgeflogen. Und ich habe plötzlich nichts mehr auf den Ohren gehabt. Ah, ja, das ist natürlich blöd. Ich habe es nur zugeklebt. Also, ja, ich habe zugeklebt, aber es ist dann gerissen. Und nachher dann, hast du übernommen und ich bin schnell die Batterie rein. Ja. Und es hat niemand gemerkt. Das ist geil. Nein, gewesen. Also nichts gemerkt. Ich bin mir ziemlich sicher, das hat bis jetzt niemand gemerkt. Nein. Ja, also, das sind so die kleinen Sachen auf der Bühne, die halt einfach schnell. Das ist aber auch mit der Routine. Wenn du etwa 17 Jahre machst, dann weißt du, okay, jetzt habe ich schnell ein Fenster von ein paar Sekunden und das langt dann, oder? Ja, wenn du weißt, wo die Batterie liegt. Ja, das ist so. Darum hat man immer Ersatzbatterien dabei. Das ist einfach, ein Staple, den musst du haben. Ja, weißt du, das ist im Morgen-Interview immer die Band What You. Dort sind ja zwei von der Band sehr beeinträchtigt. Und das Lustigste an der ganzen Sache ist wirklich, wenn sie schauen, der Schlagzeuger, der wirklich quasi nichts sieht, den Schlagzeugstock verliert. Und dann der Sänger, der eigentlich auch nichts sieht, den Stock sucht. Und dann kannst du wirklich sagen, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ist absolut nicht. Trifft nicht zu. Weil dann ist wirklich, wenn der Drummer den Stock verliert, ist eben die halbe Band ausgenockt, bis der Stock wieder hinter ist, wo er hin muss. Oh Mann. Aber das ist eben, das macht es sympathisch. Ja, also jetzt bin ich gerade gespannt. Bleiben dir bis morgen? Schauen dir die Acts heute und morgen auch noch? Wie sieht das aus? Wir bleiben. Also ich bleib. Du bleibst. Ich bleib und ich bin morgen auch noch. Ich bleib heute auch noch. Und dann gehe ich nach Hause, muss morgen kurz an eine Hochzeit. Und nachher komme ich nach der Hochzeit wieder. Ja, das ist top noch zwischendrin und dann für die grossen Acts bist du wieder da. Wunderbar. Ja, genau. Das ist super. Ey. Nein, ich wäre eigentlich gerne das ganze Wochenende bleiben, aber es ist jetzt halt einfach blöd gelaufen. Aber macht das Beste daraus. Aber das ist eigentlich auch noch cool, eben wenn man eingeladen wird zum Auftreten. Und es gibt ja viele Bands, die müssen halt rumtouren und so. Und ihr habt wie fast den Luxus, dass ihr Bands sind, die das als Hobby macht und dann könnt ihr auch dafür wirklich Festivals durchführen. Macht ihr das noch oft? Hey, das haben wir jetzt. Gerade letzte Woche haben wir das echt gemacht. Das war mega cool gewesen, an dem Roten Rock Festival. Mega geil gewesen. Und dann haben wir auch. Sind wir zwei Tage geblieben und dann sind wir am Sonntag dann wieder heim. Und das war spassig gewesen. Also, ich glaube, es kommt mega darauf an, was gerade so im Terminkalender ist. Oder? Es gibt schon.
Auftritt, da hast du am nächsten Tag irgendwas oben und dann musst du gehen. Aber wenn nichts ist und das Festival ist cool und das Line-Up ist cool, dann versuchen wir es einmal eigentlich schon einzurichten, dass wir auch schauen können, weil es ist ja auch geil, wenn du vor coole Bands schauen kannst. Ja, und ich meine, es ist nicht nur irgendein cooles Festival, es ist fucking Gränichen da. Es ist fucking Gränichen. Es ist so. Genau, ja, die Sängerin von March hat es vorher schon gesagt, sie hätte irgendwie Zeugs gesehen, was sonst an Festivals nicht gesehen ist. Ihr habt ja sicher auch schon ein, zwei Festivals gesehen. So, was hebt das Gränichen so ein bisschen von den anderen Festivals oder Konzertsachen ab? So, gibt es überhaupt etwas, was abhebt, oder ist alles so wie das? So, wenn man als Band kommt spielen oder als Zuschauer. Ich habe das Gefühl, das Publikum am Gränichen ist mega homogen. Und es gibt nicht wie Leute, die einfach sagen, ja, wir kommen nur für die oder nur für das. Und nachher hängen sie die ganze Zeit im Camp. Und man hat wirklich das Gefühl, einfach, das ganze Publikum, das kommt einfach immer schauen. Es ist immer da. Und es ist klein, es kann nicht grösser wachsen als das. Und ich habe das Gefühl, man macht dann einfach wirklich das Beste daraus. Mit, ich meine, es ist jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren, ist da hinten noch umgestellt worden im Backstage. Jetzt alles optimiert. Und ich glaube auch vorne, wie der Esszelt und Essstand und so. Es ist einfach, es wird geschaut. Ja, und es ist nicht so ultra kommerziell. Weißt du, die Leute dürfen ja immer noch selber das Trinken mitnehmen, sie dürfen selber das Essen mitnehmen. Und ich finde, das macht es einfach aus. Das merkst du mega, dass es ein Festival von Fans für Fans ist im Prinzip. Das siehst du auch im Line-Up, finde ich. Es hat nicht irgendwie. Es hat schon grosse Namen drin, aber nicht so Übernehmen, wo du jetzt einfach sagst, okay, die bringen jetzt irgendwie 20.000 Leute. Es sind alles, ich glaube, also wir haben es etwa 8-mal aufgehängt da. Und jedes Mal, wenn ich aufschaue, ist einfach so, jede Band ist einfach auf irgendwie ihre Art. Eine Band, die so ein bisschen dahin passt. Es hat jetzt nichts, wo du irgendwie das Gefühl hast, es ist so aus, ich meine, nur schon die Schweizer Bands, die da sind. Das ist ja absolut insane. Wir haben ja dort unten. Ich habe das Gefühl, dass das Gränichen sehr, sehr darauf schaut, auf ein durchmischtes Line-up, auch gerade mit Frauen. Und, absolut, ja. Das finde ich sehr, sehr nice. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil das uns benefitet, ein Stück weit. Aber es ist wirklich schön, weil vor allem, wenn man schon. Ich meine, ich bin jetzt 17 Jahre bei X-Pelo und vor allem in den ersten 10 davon war es normal, dass ich die Einzige war. Ja. Und ich finde es mega schön, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Und dass vor allem auch Bands wie eben das Gränichen extrem aktiv darauf schauen, dass da eine gute Durchmischung ist. Ja, voll. Ich glaube, Ruined ist bis jetzt die einzige Band, die keine Frau dabei hat, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Von denen ersten, die auftreten sind. Und vor allem morgen auf The Warning bin ich gespannt, Stichwort yes. Frauen. Ja, yes. Wäre cool. Jetzt habt ihr ja eben euer Gig am 12.10. Wo sieht man euch sonst noch das Jahr? Ja, bis dahin nicht. Bis dahin jetzt nicht. Wir müssen uns einfach noch mal vorbereiten darauf. Also da geht es noch mal ein bisschen ums Finalisieren von den ganzen Sachen. Klar. Noch mal CD machen. Üben vor allem. Ein bisschen die Show planen. Und haben dann noch ein paar Abwesenheiten zwischendurch. Das muss irgendwie alles rein. Darum haben wir auch gesagt, hey, Gränichen das Letzte und nachher erst wieder mit der Platte dürfen. Und dann geht es, glaube ich, eine Woche später. Dann haben wir sind am Ruination Fest. Ruination Fest, ja. Ist es in Burgdorf? Sagen, in Burgdorf, genau. Ja. Wir sind in der Medbar. Wir sind. Im Mundwerk sind wir noch. Nein, irgendwann im Dezember, gell? Ja, im Dezember. Voll. Und im Januar. Im Gaswerk. Ja. Und dann haben wir noch im Januar sind wir am Blood Battle, wo es um einen Slot geht, am Boden im Blut Open. Sehr nice. Ja, das ist in Lörrach. Das ist in Lörrach, glaube ich. Lörrach, ja. Das ist in Lörrach. Ja. Also, jemand will auf Lörrach kommen, uns gehen. Ich habe gemeint, es wäre im Weil am Rhein, aber ist ja wurscht. Oder vielleicht ist es ja einfach das in Deutschland. Einfach dort hin und genau. Weg. Es ist einfach gerade an der Grenze. Es ist nicht so weit. Also, ihr habt es gehört, X-Pelo noch ein paar Mal in richtig geilen Locations in der Deutschschweiz unterwegs. Mit einem neuen Album im Gepäck. Check it out. Check it out. Ja, eh. Hey, danke, dass ihr da gewesen. Und ich würde mal sagen, wir entlohnen euch jetzt wieder in die bisschen weniger heiße Hits draussen. Ja, ich glaube, ich muss gerade duschen, jetzt ist fertig. Also, ich glaube, duschen lohnt sich nicht. Also bei mir lohnt es sich nicht. Ich bin eh gleich nass wie voran. Ja. Du bist auch, auf der Bühne gestanden. Du hast noch ein bisschen Gitarrenstrap an dir dran. Ja, wahrscheinlich. Easy, in dem Fall. Danke, mir lohnt sich sehr schön, irgendwann am Viertel ab eins oder so. Ja, okay. Hey, cool. Danke vielmals, haben wir können. Dankeschön, ja. Und, machen wir so. Ja, yeah! So. Yeah. Und euch noch ein geiles Festival. Ja, wir sehen uns dann. Hey, danke gleichfalls. Bis dann. Ciao. Bonjour miteinander.
Es ist insgesamt wahrscheinlich etwa auf dem Podcast eine halbe Minute später höchstens. Auf Maximum. Im Leben eine halbe Stunde später. Und wir sitzen da mit der Band Ruined. Yeah, willkommen bei uns! So, euch haben wir ja noch nie bei uns im Podcast gehabt. Wenn ihr euch kurz vorstellen, du darfst das gerne auf Englisch machen, wenn du willst. Ich heiße Stefano. Ich spiele bei Ruined. Ich spiele Gitarre. Heute habe ich gesungen. Ja, voll. Und ich bin der Len. Ich spiele in Ruined from 2 Wochen. Wow! Ganz frisch. Erste Gig. Naja. Nein, no, zweites Gig und nur ist how do we say rehearsal? We've only had one rehearsal, so it's the second gig from him for him, and yeah, he's our new bassist. Es ist ein neuer Bassist, wow. Sehr cool. Jetzt euch gibt's ja noch nicht so lange. Ich glaube, ihr habt während Corona angefangen, oder? Genau. Aber euer erster Bassist war der, der so 20 Hardcore-Bands hat, oder? The one and only Michi, ja. Yeah. Der Michi hat mit uns angefangen. Zuerst jetzt nur der Michi, der Can, der heute nicht da ist, und der Loris, der heute das letzte Mal gespielt hat. Okay. Ja, und die haben so zusammen angefangen. Und nachher bin ich dazugekommen und seitdem gibt es Ruined als Four-Piece, sozusagen. Als Four-Piece, wo heute das dritte Auftreten ist, das heisst also einfach spontan die Vocals übernommen? Genau, am Montag jetzt Case. Also wir sind letzte Woche sind wir auf Tour gewesen. Wir sind Dienstag bis Samstag, oder beziehungsweise Sonntag, sind wir auf Tour gewesen in Deutschland. Und ja, die haben gespielt, normal. Und der Can hat am Montag geschrieben, er sei mega krank, ein viraler Infekt. Und wir sind so gewesen, ah shit, das wird schwierig. Aber das geht ja schon. Bis am Freitag ist er dann sicher wieder gesund. Und wir haben bis gestern am Abend gesagt, ja, morgen tun wir einfach ein bisschen stressen, dann kommt er dann schon. Einfach nur das Konzert spielen. Und heute Morgen haben wir ihn gefragt und gefunden, I don't think so. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, shit. Wenn ich komme. Ja, aber weil wir das irgendwie auch ein bisschen erwartet haben, haben wir gestern Abend, wir zwei, sind wir zusammengehockt und haben die Lieder geübt. Also sozusagen seine zweite Probe. Und dann haben wir aber auch die Lieder ausgedruckt, auch die Texte ausgedruckt, damit wir sie können singen können. Ja, ein bisschen Freestyle. Aber ich denke, es ist besser, als am gleichen Tag abzusagen. Nein, es ist super geil. Also, es macht euch auch super sympathisch. Also, ich habe euch jetzt das erste Mal gesehen, yes. Und muss sagen, also, es hat jetzt schon nicht geschmälert. Ich habe es eigentlich fast noch cool gefunden. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, Impro-Vibes gehabt. Ich finde, euch kann man ja auch unter das Register Punk tun, oder? Von dem, was gibt es mehr Punk, wie sagen, ey, fuck it, wir spielen die Show, auch wenn sie nicht perfekt wird, aber wir machen das Beste daraus. Voll, haben wir auch gedacht. Jetzt für Leute, die noch nie reingelassen haben bei euch, man könnte es als Emo-Punk bezeichnen. Was muss man sich vorstellen unter eurem Sound? Also Emo-Punk passt ziemlich zu, was wir auch würden sagen. Wir sagen Emo-Punk und meinen damit alles, was Title Fight jemals gemacht hat. Wir sind sozusagen der Schweizer Titelkampf. Wir hören die Musik oder haben mal die Musik gehört. Es geht so ein bisschen um sade Musik, aber auf eine Art halt auch Punk. Also ein bisschen Energie, ein bisschen Party von mir aus. Auch. Mit aber relativ traurigen Texten. Das geht vor allem an Can, habe ich jetzt seit gestern gemerkt. Aber ja, das passt. Das ist so ziemlich wie seine Musik. Das Ganze, so ein bisschen Emo, Vibe, Basement, Citizen, Title Fight und so. Ja, aber das funktioniert auch relativ gut zusammen. Traurige Texte, ein bisschen Punk und dann hast du eigentlich relativ eine solide Mischung. Es ist sehr 2005, voll. Ein bisschen eine Nische, oder? Kann man sagen, weil so eben, die Bands hat es viel gegeben, so in den Nullerjahren, und jetzt sind sie eher rar geworden. Haben ihr auch bewusst ein bisschen euch für diesen Sound entschieden am Anfang, weil ihr gewusst habt, hey, es gibt schon tausende Metalcore-Bands und dann mega viele Black-Metal-Bands, machen wir doch mal etwas, wo nicht in das hineingeht, sondern in einen Musikstil, wo es nicht so viele Bands gibt in der Schweizer Local-Szene. Also, wir kommen halt alle einfach vom Hardcore. Ja. Der Michi war eben der Dude von den 20 Hardcore-Bands. Der Can hat früher in einer Street-Punk-Band gespielt. White Dog Suicide, gell? Ja. Darum bin ich so verwirrt vorhin, weil ich habe den Dude von White Dog Suicide gesucht und habe ihn nicht gefunden.
Von mir auch, oder? Loris und ich spielen in einer Hardcore oder in einer Punk-Hardcore-Band. Hören auch viel Hardcore oder haben viel Hardcore gelost. Ja, und Metal ist halt nicht mehr so das, was uns gefällt. Also früher vielleicht haben wir auch viel Metal gelost, so Metalcore. Und aus dem sind wir jetzt rausgewachsen, wenn man das so sagen kann. Und das ganze Emo-Getue und so hat immer, jetzt mal für mich, hat immer so ziemlich gepasst und passt jetzt vor allem jetzt auch ein bisschen mehr als das ganze Metal-Getue. Also ich persönlich bin mega Fan von dieser Musik. Bevor ich in die Band reingekommen bin, habe ich das Ruined, was ist das, eine Demo habe ich gelost und ich habe gefunden, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Ich muss unbedingt in die Band reinkommen. Das ist mal eine Ansage. Oder? Ich finde es so gut, ich will Mitglied werden. Genau. Und dann, ja, und dann ist es relativ schnell gegangen. Nachher bin ich in der Band gewesen. Und ich glaube, in der Schweiz gibt es im Moment nicht so viele Bands, die den gleichen Sound machen wie mir. Nein, also das würde mir so jetzt auch keine einfallen. Aber generell habe ich das Gefühl, junge Punkbands gibt es wenig. Mhm. Also nicht so viel, wie früher, wenn du mal anschaust, wie viele alte Schweizer Punkbands es gibt. Mhm. So noch über you älter. Ja, ist so, ja. Das ist ja. Senioren. Das ist zwar, jetzt, das klingt jetzt hure asozial, aber die sind halt schon über so 10 Jahre älter als mir. Also ihr seid wahrscheinlich, ich glaube, du bist wahrscheinlich eventuell ein bisschen jünger wie der Brian, wie ich, aber bist wahrscheinlich noch keine Älteste, oder? Er ist der Älteste. Der John ist der Jüngste, ich bin der zweite Älteste. Ich bin 28. I'm the oldest in the band now. But I don't know, I feel like it's also been kind of different because the last years it's been like, yeah, you mentioned Nof Nog, Über You, you know, I've been doing punk bands in the, I'm from the French part of Switzerland, yep. And mm-hmm. We've been doing punk band since almost 20 years now. I met the Nof Nog guys like 5 years ago, maybe at a concert in Germany. And since then we got like close friends and my other band played at their 20 years show and whatever. But I feel like the punk scene in Switzerland, it's kind of how would you say? Growing older. It's like in pieces, like, you know, it's getting older. Like sometimes you have new bands, but it's not really common. But it's hard to get everybody at the same place. Like these guys are from St. Gallen, these guys are from Zurich. We are from the French part. Mm-hmm. And it's hard to organize shows together because we're like not from the same scene. Yep. But I feel like we've been doing a pretty good job at making it a little bit better recently. You know, we've invited people from Ticino and whatever, and it's been like a really like good motive of us to like try to make like every part of Switzerland like meet together. I think it's like a cool thing, and it's like old or not, like we're all like really into it still. And like the Über You guys and Nof Nog guys are like all in it. They're all always like organizing shows and everything. So I think like ich habe das Gefühl, also jetzt, die Musik, die wir machen, passt so ein bisschen auch mit den Älteren, mhm. wenn man das so sagen kann. Also weißt du, die Über You und Nof Nog Guys, das sind alles Kollegen von uns. Und die feiern so Musik, die hören auch mehr so Musik, vielleicht als sie noch wirklich hart. Also ich rede jetzt für sie, keine Ahnung, aber als dass sie jetzt wirklich noch so Hardcore würden hören. Wenn man sie jetzt ins Hardcore-Genre würde reinpacken. Aber Hardcore ist halt ein riesiges Gebilde von was auch immer. Ja, yeah, es ist generell Hardcore, Punk und Metal. Du hast eine riesen Oberstruktur, und nachher kannst du ins Detail runtergehen. Ja, dazu gehört auch Emo oder halt vielleicht, was weiß ich, irgendein Singer-Songwriter, der aber die Attitüde vom Hardcore oder, ja, oder Punk hat. Ich meine, weißt du, wie heißt der? Der Frank Turner. And the Sleeping Souls. Genau. Ja, oder der Frank Carter. Der Frank Carter. Ja, beide Franks. Oder, das ist ja eigentlich absolut kein Punk. Aber es ist mehr Punk als gewisse Punk-Bands. Absolut, ja. Absolut. Es ist nicht zu vergleichen mit Taylor Swift, wo vielleicht ähnliche, also ja, jetzt vielleicht nicht Frank Turner oder Frank Carter, aber so. Ja, ich weiß, was du meinst. Es können die gleiche Band, können die gleiche Musik machen, aber die eine Person merkst du einen anderen Vibe um. Ja, das ist so. Ich nenne das dann immer so, du merkst, ob eine Band authentisch ist oder nicht. Weil das ist so vor allem mein Geschiss bei so vielen
modernen Metalcore-Bands. Es wirkt einfach so huren aufgesetzt. So, es ist cool. Der brutalste Sound, aber ja, er wirkt also es kommt. Und auch überproduziert, wo der Punk meistens safe ist, um Sachen nicht überproduzieren. Finde ich auch noch gut. Good old Punk. Keeping it real. Genau. Jawohl. Jetzt, ihr habt ja schon eben Anfang 2020 angefangen und ihr habt schon ein paar Tourneen gespielt, kleinere in Europa, und ihr habt sonst schon Gigs im Ausland. Das ist ja eher ungewöhnlich für eine Band, die es erst so kurz gibt. Habt ihr die vor allem so durch gute Beziehungen können machen oder sind ihr voll do-it-yourself rausgegangen? Wie ist das so zustande gekommen, dass ihr schon wirklich recht viele Gigs gehabt für so eine junge Band? Beides. Also wir haben den Loris, der selber das Booking hat oder das Booking gehabt hat. Er macht auch ein Abyss Festival. Ja. Kennt durch das mega viele Leute. Anders ist auch in der französischen Schweiz. Er ist französische Schweiz, ja. Genau. Ist vom Greyerz. Ja. Durch das haben wir halt Glück, dass er kann Sachen organisieren kann. Andererseits haben wir, so blöd wie es tönt, so wie Leute, die halt Musik geil finden und wie nicht gross Überzeugung brauchen, dass wir dort spielen können und die es einfach organisieren. Wo es oh, geil! Und also jetzt die letzte Tour, letzte Woche, haben wir eine Band aus Deutschland, aus Dortmund, die haben uns einfach auf Instagram angefragt, hey, wärt ihr dabei, in 5 Monaten eine Woche zusammen zu spielen? Und wir so, ja sicher, aber also, wir haben die nicht gekannt. Noch nie davon gehört. Und die haben uns irgendwie durch Instagram, durch YouTube gekannt. Und wir haben so ein bisschen beides. Also das Glück durch Loris, der jetzt leider geht. Und Glück durch, dass unsere Musik auf eine Art gut ankommt. Bisher. Mega. Also so wirklich eine Nische bedient. Es gibt wenige junge Bands, die diesen Sound machen, habe ich das Gefühl. Und ihr macht ihn dazu auch noch sehr gut. Dankeschön. Yes, das ist so. Also rein wirklich musikalisch ist es geil. Und ich habe jetzt vorher auch auf der Bühne vor allem auch gesehen, es sind auch wirklich Leute rum gewesen. Gut, das ist im Grenchen immer oft so, dass Leute rum sind. Aber auch wenn jetzt da eine Band spielt, wo ich bin mir ziemlich sicher, du merkst, dass eine Band, dass es eine Band ist, die gut ist oder eine Band ist, die nicht gut ist anhand vom Publikum. Weil auch wenn es Grenchen dort steht und sagt, ja okay, wenn die Band halt scheiße ist, laufen sie dann halt gleich weg. Und bei euch hat es so ausgesehen, als ob es geblieben sind. Wir haben eben vorher noch Expello interviewt. Das heisst, wir haben leider nicht das ganze Set schauen können. Mhm. Aber ja, also es waren ziemlich viele Leute dort in der Sounderie. Also es hat wirklich gut ausgesehen. So, euch das Ding, wie habt ihr eigentlich den Auftritt gefunden? Jetzt mal so vom Improvisen also, und dann können geniessen. So, wenn ihr jetzt das ganze Chaos mal so nehmt und das jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Seite stellt, so abgesehen von dem. Ich spreche Paul Sasse. How did you like the gig? I mean, if you take the chaos and put it away and just look at the gig itself. Dude, like, it was great. Like, I mean, we were terrified when we arrived. To be honest, like, we can fake it. We can say, like, we were, like, it was great. It's just gonna happen. Like, you know, this morning we were still thinking, like, maybe our singer just gonna show up. And we went to my house yesterday night and we were like, yeah, we're just gonna practice in case he's not showing up, and printed the lyrics, everything. But, I mean, the place is amazing. Like, it's the first time I come here. We showed up, like, just got into the backstage, just went into the festival, and we're like, wow, that's it's a really cool place. And we went to see Malevich's show, and it was like, oh, probably, you know, it's not even four. Nobody's going to be under the tent. And we showed up, and it was like, whew, full of people. And I looked at Stefano, and I was like, wow, man, like, everybody's going to come to see our show. So it was kind of terrifying. It was terrifying. But it was cool. Everybody has been understanding. And I feel like it was the good thing for us to do, to try to the end. We did our thing. I don't think it was bad. Everybody, like, the public was amazing. The staff was amazing. It was fun. It's been a really cool experience. It was really fun. Like, danke vielmal, everybody. Ja, voll. Ja, freut mich, dass es doch auch noch können geniessen, trotz all dem Zeug. Jetzt haben wir ja geredet, eben so, wie ihr entstanden seid, was ihr in letzter Zeit gemacht habt. Jetzt nimmt mich aber auch noch Wunder, was macht ihr jetzt so in naher Zukunft? Was habt ihr auf dem Plan? Also in der Zukunft schießen wir den John raus, aus der Band. Und wir machen ja nicht mehr. Piece. Hey, das ist etwas, was ich noch kurz reingrätschen wollte. Ich habe
mit dem Leni, der uns den Container organisiert hat, noch geredet und gesagt, dass wir jetzt Ruin interviewen. Und er hat gesagt, oh geil, da freue ich mich drauf. Und ich so, hä? Also nicht hä, also nicht nee, also so, das hat jetzt huere falsch stöhnt. Das ist Welcome to the Podcast. Der Silvan sagt etwas, was er nicht so meint, aber so anders stöhnt. Warte schnell, da haben wir den da. Yeah. Ah, das yeah. Hört ihr jetzt gar nicht. Aber es ist der Sound. Es macht jetzt der Brian Yeah und dann am Schluss der. James Hetfield. Yeah. Ja, genau. Yeah. Nein, und er hat gesagt, ja, er freut sich drauf, weil eben ihr so einen geilen Bastelauftritt gehabt habt. So, weil er quasi eben genau das gemacht hat, was der Punk-Spirit ist. So, das gibt sicher gutes Material, hat er gesagt. Weil er hat es auch geil gefunden, dass sie es durchgezogen haben. Und der Bassist von Her Name Was Claire hat mir eben auch so mega excited erzählt, oh mein Gott, das ist verdammt Chaos, das ist sau geil, weil der fehlt und es ist ein Bassist, sein zweites Konzert, also eigentlich seine zweite Probe und der Gitarrist übernimmt jetzt den Gesang und ich bin so da gestanden und habe mir gedacht, holy shit, Alter. Ich hab gemeint, wir haben es niemandem gesagt, dass wir das machen. Aber anscheinend haben das schon ein paar Leute gewusst. Also ja, er hat euch eben, glaube ich, an der Emo Night in Basel mal gesehen. Ja, aber dann haben wir ja mit Sänger gespielt. Ja, eben, aber jetzt gerade vorne ja nicht. Ah, und darum ja, hat er, halt, so. Darum ah, hat er okay. Dann gewusst so... Wegen dem Interview. Genau, er hat dann gewusst quasi, ah, oh, okay, warte schnell, die sind ja, ja eigentlich anders unterwegs. Ja, voll. Und... Zukunft. Ja, ja. Jetzt, er hat ja einen Witz gemacht, er bist reingeredet, jetzt einmal. Was haben wir wirklich vor in Zukunft? Zukunft, im Moment ist die Band wird völlig geändert. Also wir haben einen neuen Bassist, den Len. Wir haben neue Schlagzeuger. Loris hört auf, weil er einen neuen Job hat und mehr Zeit für das möchte brauchen. Also der Janis, bis jetzt sieht es aus, als ob er der neue Schlagzeuger werden würde. Kennt man den Janis von irgendwo schon? Der Janis spielt bei Chocondo. Das ist eine Hardcore-Band von La Chaux-de-Fonds. Er macht Sound Engineer von Baby Volcano und Nathalie Fröhlich und. Mhm. Spielt bei mehreren Bands. So now it's just a French people speaking band. It's now a French speaking band, yeah. Ja, zuerst mal müssen wir uns ein bisschen zurechtfinden. Ja, schauen, dass es passt, ein bisschen proben. Und dann, ich habe das Gefühl, es geht relativ schnell mal an Songs schreiben. Jetzt als neue Konstellation wird es sicher etwas Cooles. Wir haben im September, Ende September, haben wir eine Tour geplant für eine Woche. Gehen wir wieder auf Deutschland und so ein bisschen nördlich, also Belgien, was weiß sehr ich. Sehr cool. Ja. Ja. Und ja, mal, also wir denken jetzt noch nicht so zu weit in die Zukunft. Wir müssen jetzt erst mal schauen, dass wir im Jetzt klarkommen. Tönt doch nach einem Plan. Mhm. Sehr gut. Das klingt wirklich super. Von dem her würde ich sagen, danke vielmals, dass ihr da wart. Hey, danke euch. Und don't sleep on ruins! Hey. Jawohl! Hört sie an, gehen sie schauen und wünschen dem Sänger gute Besserung. Ja, folgt uns auf Instagram. Genau, folgt auf Instagram. Ihr heisst? Ruined Band! Glaub. Ruined ja, Band! So auf Insta! Ja. Weißt du, was wir jetzt noch machen, was wir bei Expello vergessen haben? Oh ja, ein Foto zusammen. Oh ja. Oh! Wir haben vergessen, ein Foto machen da rein mit Expello. Aber es war auch sau heiß voran. Wir sind da rein gegangen, es war eine absolute hohe Sauna. Komm, gewesen. Mach das Foto, ja. Das ist doch gut. Ja, in dem Fall rühren wir uns jetzt raus mit dem James Hetfield da. 3, 2, 1. Yeah! 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 Das sound. That's how it sounds, yeah. Right? Ja, yeah. Yeah, genau. Saletti Spaghetti habe ich vorher zwar schon gesagt, aber ich mache es nochmal. Es sind wieder etwa 5 Sekunden im Podcast vergangen und etwa 2 Stunden im richtigen. Nein, nicht 2 Stunden. Etwa 3 Bands sind vergangen. Messen wir Zeit lieber in Bands. Fairer Punkt. Also, Brian, wer sitzt denn gerade bei uns? Es ist niemand Geringeres als zwei Herren von Vale Tudo, ZHHC, Hardcore Heavyweights. Jetzt erzählt doch einmal, wer sind ihr und welche Instrument oder doch auch, also im Mikrofoninstrument, was bedient ihr in der Band? Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ich bin der Dani und ich bin einer von diesen zwei Sänger. Und ich bin der Monte und ich bediene Gitarre. Tipptopp. Hey, erstens mal fettes Dankeschön, dass ihr zugesagt habt für den Termin bei uns. Podcast ist wahrscheinlich eine Premiere für euch. Noch nie in einem Podcast gewesen vorher. Ich war mal in einem, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Also ich, das ist immer so. Wenn die ich letzte komme, Folge. Ist meistens die ja. Letzte Folge. Von dem her... Good luck. Ah, nicht schlecht, okay. Ich habe eine Ahnung gewählt, dass es könnte sein. Aber ja, tipptopp. Der ist, glaube ich, schon mal alles gibt nicht für uns. Der ist schon mal referiert worden. Jawohl.
That's the World Keep Spinning Podcast. Jetzt, genau. Zur Corona-Zeit ist das. Ja, genau. Genau. Und nachher einfach irgendwann nicht mehr kommen. Weiss, ja, warum weiß ich ja. nicht? Auf dem Höhepunkt, auf kann dir kann es nicht gelegen sein. Ja, wer weiß. Ja, wahrscheinlich haben sie gefunden, okay, besser kann es nicht mehr werden. Genau. Wahrscheinlich war das. Gewesen, ja. Jetzt, euch müsst ihr eben eigentlich nicht vorstellen. Ihr seid die HC-Band von der Deutschschweiz, kann man sagen. Um euch führt kein Weg herum. Und jetzt, falls es irgendwelche Leute gibt, die noch tatsächlich nie von Valetudo gehört haben, wie würdet ihr das beschreiben? Also du meinst so die Experience von Experience unserer, und unserer Sound. Shows. Ja. Experience, Band. Wenn du willst, kannst du auch mit einer Biografie starten, wo sie herkommen, was sie gemacht haben. Ja, also ja. Uns gibt es nächstes Jahr, glaube ich, 20 Jahre. Ja, ja. Ja, ja. Natürlich mit Hochs und Tiefs, oder? Auch nicht beständig im Line-Up, aber wir haben es doch geschafft, jetzt 20 Jahre, dann nächstes Jahr das auf den Beinen zu halten. Was schon mal eine Leistung ist, finde ich. Absolut. Und sonst, ja, wir spielen so ein bisschen stumpfen Hardcore halt. Was, ja, aber was halt. Man auch im höheren Alter noch spielen kann. Ja. Genau. Genau. Wir haben immer Wert gelegt auf so ein bisschen 90er-Jahr-Vibes. Wir sind da nie abgedriftet in irgendwelche ja, melodiöse Gefühle. Keine Klinik, nein. Keine Frick. Genau. Die Band steht eigentlich für so guten, alten, klassischen Mosch. Ja. Was man auch sehr gut sieht, wenn man an ein Konzert von euch geht. Dort fliegen die Gliedmassen nur noch so durchs Publikum. Ja, oder wenn wir uns die zwei Herren hier einfach mal so anschauen. Das sieht auch ziemlich on point aus. Was dort on point. Ja, ihr verkörpert das. Die Band ist on point. Auch nach 20 Jahren noch. Und manche Bands brauchen 20 Jahre, um on point zu kommen. Von dem her ja, so. Es gibt manche Bands gar nicht 20 Jahre. Gut, das stimmt. Das habe ich mit meinem anderen Podcast-Kollegen auch schon mal darüber geredet, wie viele Bands unsere Bands eigentlich schon überlebt haben. Und seine Band habe ich jetzt auch überlebt von dem her. Richtig. Genau. Jetzt, bei euch ist ja vor allem speziell, wenn man euch sieht, ihr seid gerade die zweiten zwei Sänger, die kein Instrument bedienen, die wirklich Vollgas geben. Das sieht man eher selten. Wie ist es eigentlich zu dem gekommen? Habt ihr einfach das Gefühl gehabt, wir wollen ein bisschen Dynamik zwischen zwei verschiedenen Stimmen? Oder war es mehr gewesen, um sozusagen noch mehr Gangshow zu machen? Auch? Nein, ich glaube, es war wirklich das gewesen mit der Dynamik. Und das war irgendwie die Idee gewesen von Anfang an, dass wenn wir ja, die Band machen, dass die zwei Sänger muss haben. Ja, danke, sorry. Und ja, von dem her ist das nie. Das war keine grosse Idee dahinter. Es hat dort auch zwei, drei andere Bands gehabt, die das gemacht haben. Aber du hast schon recht. Eben, häufig sieht man es nicht. Aber ja, es gibt natürlich einfach geil mehr Möglichkeiten. Und mehr Luft zwischen denen. Halb so viel Arbeit natürlich für ja. jeden Sänger. Ja, so kann man es auch sehen. Es führt auch dazu, dass man es lang kann machen kann, oder? Wahrscheinlich, ja. Nein, aber es ist schon so. Es gibt Passagen in Songs, die allein gar nicht könntest machen. Ja, stimmt. Weil es übereinander geht, weil es ohne Schnaufen müsste gehen. Und von dem her ist das natürlich ja, super, so wie es jetzt ist. Voll. Nach wie vor. Und auch, ihr habt ja recht viele Songs, die man mitsingen kann. Also zum Beispiel Hardcore Heavyweights mit dem B-A-L-E-T-U-D-O. Oh, einer, der es kann. Zählt ihr dort einmal auch noch recht aufs Publikum? Weil ihr habt ja so oft, spielt ihr in der Region Zürich oder auch in der Deutschschweiz. Und immer, wenn ich euch schaue, war es jetzt sicher auch schon 5-6 Mal, da hat man auch wirklich gesehen, dass die Leute euch das entgegenschreien. Oder der Trinity of Life oder was auch immer. Es kommt recht etwas zurück. Jetzt sind ihr jemand, also eine Band, die ähnlich mit dem spielt? Oder findet ihr, hey, wir ziehen unser Ding durch, egal wie die Crowd reagiert? Es ist natürlich, wenn du so einen Song schreibst, dann spekulierst du vielleicht darauf, dass er gut ankommt, dass die Leute dann auch mitsingen. Mhm. Aber du hast nie eine Garantie. Also, es kann auch eben beim Hardcore Heavyweights kann das sein, dass einfach nichts passiert. Kann ich mir nicht vorstellen, aber. Es kann okay. vorkommen. Es ist eher selten vorkommen, vor allem in letzter Zeit haben wir wirklich nur eigentlich gute Shows gespielt. Aber es ist kein Garant, dass jetzt so jedes Mal einfach immer der Song zündet und es dann ab dann brennt. Also auf das kannst du nicht gehen. Ja, und schlussendlich ist es ja jetzt auch nicht hochstehende englische Lyrik, oder? Es ist ähnlich wie bei all diesen Bands, oder? Es geht da, wird da viel mit Schlagwort geschaffen, gerade so, wenn Wörter dann alleine stehen. Der Sound basiert ja auch ein bisschen auf dem, dass eine Interaktion stattfindet mit dem Publikum. Ich glaube, ja,
Das ist natürlich als Band immer super, wenn auch Energie zurückkommt. Ja. Das man stachelt sich ja dann eigentlich wie gegenseitig an. Absolut. Ja, das kommt ja aus dem, wie es gesagt hast, auch im Songwriting schon. Du kannst einen Song auch auslegen darauf, dass das Publikum eher mitsingt. Genau, das ist zum Beispiel auch beim DJ Bobo wahrscheinlich schon angewendet worden, dass du einfach irgendwie die ersten Wörter aus dem Englisch-Diktionär nimmst und dann die kennt jeder und dann gibst du irgendwie noch eine Rhythmik vor und dann bist du eigentlich dabei. Das klingt auch nach Scooter. Ja, genau, Scooter, ja. Aber das funktioniert ja bei allem gleich, oder? Ja. Du brauchst wieso Slogans, Wörter, das merken sich die Leute und ja, in diesem Kontext ist ja da auch nichts falsch. Absolut. Nein, das ist eben gut. Ich bin auch relativ Fan von Keep It Simple Stupid, weil es ist meistens, also mich spricht simple Musik auch wesentlich mehr an, wie etwas, wo ich dort stehe und einfach mal das Gefühl habe, ich müsste Musik studieren, um das zu verstehen. Das ist so genau. Geht mir auch mal so. Ich kann es amix schon sehr gerne, wenn du einfach dort stehst und dein einziger Instinkt ist so, jetzt will die Fuß durch die Wand hauen. Also wir sind definitiv keine Musikstudenten. Genau, also. Eben darum. Ich habe schon mal live gesehen im Zettel gewesen. Leider erst einmal habe ich es getroffen. Und jetzt haben wir mit Save Last Breath gespielt. Aber es ist schon auch wirklich. Ich bin gestanden, also, ja, das ist meine Musik. Das sind auch Leute, die nicht zu viel Umweg machen, um auf den Punkt zu kommen. Genau. Ja. Bei euch, ihr habt ja viele Gigs eben in der Schweiz. Aber ich glaube nicht mega viel im Ausland. Aber ich sind mal einen Trip gemacht, glaube ich, in Mittelamerika oder so. Irgendetwas habe ich noch. Das ist schon recht viel her, oder? Was war das genau gewesen? Ja, du hast gesagt, du machst keine Geografiefragen. Ist das Mittelamerika? Aargau. Wir waren in der Karibik, wir waren in Kuba. Ah, alles klar. Und zweimal in Marokko. Ja. Ja, das ist natürlich once in a lifetime und wahnsinnig gewesen. Aber in Kuba hat es etwa gleich gesagt. Aber auch eine rechte Hitze wahrscheinlich. Eine Hitze. Und eine Luftfeuchtigkeit. Und der Bus schön abgekühlt. Und am dritten Tag schon die Hälfte krank gewesen. Ja, das ist klar. Das ist wirklich... nein, aber ja, du hast recht. Wir spielen eigentlich praktisch nur in der Schweiz. Ja, willst du noch wissen, warum? Das wäre meine nächste Frage gewesen, korrekt. Ja, ich gebe mal meine... Also ja, nein, uns ist... Das tönt jetzt vielleicht verdammt dumm, aber wir machen das schon so lange und haben auch genug gesehen. Wir fahren nicht irgendwie 700 Kilometer für 150 Euro, es geht ja nicht um den Kohle. Aber wir legen am Schluss nicht noch drauf, weil wir uns irgendeine Karriere erträumen und das Gefühl haben, wenn wir jetzt dort noch in Köln dann als erstes irgendwie spielen am Dienstagabend, das ist für uns irgendwie nie zur Debatte gestanden. Wenn irgendetwas kommt, cool, und jemand findet, hey, ich mache in Tschechien 3 Gigs, können wir sofort. Ja. Und wir sind nie, aber wir haben das auch nicht gesucht. Wir leben da. Wir wissen das von Bands von früher, oder? Dann fahren wir auf Spanien, um nachher irgendwie 30 Minuten spielen und dann mit 13 Stunden zurück und so. Das, ja. Das ist einfach so ein Aufwand, Ertrag, der sich für uns meistens nicht so ergibt. Ja, das machst du, wenn du so gut 20 bist schon mal. Genau. Dann, ja. Irgendwann hast du es dann auch gesehen. Und wir wollen ja die Band nicht irgendwie auf weiss nicht was für ein Level. Eben, wenn mal irgendetwas Geiles kommt, dann machen wir das selbstverständlich, aber pff. Ja, und eure Band ist ja auch schon auf einem Level, wo man kann sagen, das ist so für mich aus meiner Sicht. Wir können ja da 10, 12, 15 geile Shows im Jahr in der Schweiz spielen. Absolut, ja. Dann müssen wir nicht noch weiss nicht was probieren. Dann habe ich noch gesehen, letztes Jahr war ich auch im Eldorado bei eurem Gig. Ende Dezember ist das einmal so eine Tradition bei euch. Dort geht spielen. Macht ihr das jedes Jahr? Ja, also ursprünglich war das im Contiki, das ist eine andere Bar im Niederdörfli in Zürich. Ja. Und das ist einfach so der Christmas Bash, den wir eigentlich jedes Jahr gemacht haben, früher noch mit Verkleiden. Okay. Genau. Und irgendwann haben wir dann pausiert. Ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe waren. Nein, es ist schon mal so krass gsi, dass es nach irgendwie 2 Stunden im Contiki dann ausverkauft war. Und dann sind wir ins Dynamo. Ja. In den Keller. Also warst du auch barisch ausverkauft gsi oder? Nein, einfach der Vorverkauf. Weil es nur immer nur 100 Billet gegeben hat. Und dann sind jene Leute, blöd gesagt, haben dann Billet gehabt, wo gar nicht... Ist ja egal, wer kommt. Aber bei einem Weihnachtskonzert wäre es vielleicht noch cool, wenn irgendwie, der hat doch auch mal gesagt, er will noch kommen. Und die Leute haben dann alle kein Billett gehabt. Klar, ja. Dann sind wir ins Dynamo.
Und das hat dann wie nicht mehr den gleichen Spirit gehabt. Und eben nachher haben wir pausiert. Und nachher haben wir das irgendwie zweimal, glaube ich, im Eldorado gemacht. Ja, einmal bin ich gewesen. Und ja, zu Bülach bin ich auch noch zweimal gewesen. Aber das ist, glaube ich, einmal von Fuel by Fear angerissen. Ja, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Ja, das ist eigentlich. Also eben. Ja, also sehe ich auch. Ist auch verständlich. Wenn jetzt zum Beispiel Terror bekommen und sagen, hey, 20 Daten mit uns auf Europa-Tournee, dann wäre ich eure Antwort. Ja, muss zuerst mal schauen. Nein, eben, du weißt, das ist halt da mit 6 Leuten, die irgendwie. Zum Glück hat nur jemand Kind. Ja, okay. Aber ja. Organisatorisch wird es halt nicht mehr einfacher. Wenn wir irgendwie finden, wir wollen jetzt 3 Wochen mit Terror, dann können wir sicher das nicht nächsten Monat machen. Ja, okay. Und sie werden sicher nicht fragen, ob wir nächstes Jahr im April Zeit haben. Also von dem her wird das wahrscheinlich nicht eintreffen. Ja, wir sind halt dadurch auch zu wenig flexibel. Ja, sehe ich. Gut, aber das bist du in der Schweiz schnell mal, wenn du noch musst dein Leben irgendwie zahlen. Ja, wenn du 100% Job hast, dann hast du 4-5 Wochen Ferien und that's it. Oder? Und dann kannst du nicht einfach 4 Wochen, 3 Wochen auf Tour und dann willst du noch Ferien machen mit Family oder was auch immer. Ja, voll. Hast ja, und du musst es ja zum Teil auch eher früh eingeben, oder? Und dann einfach da jetzt plötzlich, du im September, könnte man jetzt noch. Das ist für uns gar nicht möglich, aber es ist auch völlig okay. Mir ist noch aufgefallen, bei eurem Merch, der ist recht fantasievoll gestaltet. Ihr bedient euch ein bisschen an Bandlogos von anderen Gruppen. Nein, das sind sie, die sich bei uns bedienen. Ah, das ist jetzt gerade gut. Ja. Metal Servila Publikum. Einfach jetzt mal die Hausaufgaben machen und zuhören. Das sind die anderen Bands, die uns die Logos klauen. Zum Beispiel Obituary. Ja, unsere Anwälte sind schon dran. Also alles klar. Die Newcomer-Band, die wird es nicht mehr lange geben. Wer haben wir noch? Nein, Hatebreed glaube ich nicht. Nein. Aber Obituary. Ja, so junge Hip-Hop. Wu-Tang. Genau. Ja. Von Amerika, oder? Sind die? Glaub, ja, die sind, glaube ich, von Amerika. Ja. Aber jetzt sind wir dran. Okay. Nein. Marauder haben wir auch schon gehabt. Marauder haben wir auch schon gehabt, ja. Und that's it, oder? Ich glaube, ja. Ja. Nein, aber ernsthaft, eben das Wu-Tang-Shirt, das ist wirklich, ich glaube, das ist das Shirt, das wir am meisten verkauft haben. Schau, das erste Mal, als ich euer Bandlogo gesehen habe, ist so eins und dachte, etwas stimmt nicht. Ja. Hey, das haben wir jetzt lange nicht mehr gehabt und jetzt haben wir gefunden, das müssen wir wieder mal haben. Mhm. Das ist immer super. Reprint. Ja. Und das ist daran geschuldet, dass ihr wie nicht ein eigenes Bandlogo habt? Oder wie kann man sich das erklären? Nein, das ist ja einfach so Zusatzmerch eigentlich. Wir haben immer so normale Merch, plus halt noch die Sachen, die ein bisschen so mit einem Augenzwinkern. Und irgendwie ist es ja noch geil. Es ist ja irgendwie ein bisschen eine Hommage an die andere Band. Genau. Also wir würden ja sicher nicht irgendeine Band nehmen, wo man irgendwie komplett geschissen findet. Ja, klar. Und die Leute finden es irgendwie noch geil, oder? Das ist einfach so ein Eye-Catcher, oder? Ja, viel schmunzeln drüber und kaufen dann ein Shirt, halt, weil das Shirt cool findet. Band scheiße, aber ja, das Shirt ist noch okay. Ja, Obituary haben da wirklich sehr gut angebracht. Da schaust du zuerst ein paar Sekunden, bevor du checkst, dass etwas anderes dort ist. Hast du das im Kleiderschrank, Brian? Ich habe das tatsächlich nicht im Kleiderschrank. Nein. Ich habe letztes Mal, als ich das Bigo schaue, Fuel by Fear Merch gekauft und nicht euer. Oje. Ja. Es gibt auch Stickers davon jetzt. Finde ich gut. Das ist ja super. Ey, ihr seid die erste Band, die noch nicht gespielt hat während dem Interview. Das heisst, euch können wir fragen, wie Joe war. Das haben wir noch nicht gespielt. So. Oh, also. Von dem her bin ich auch mal so, wie war die Anreise? Haben das gut gefunden? Ja. Also, eben, Greinicke ist ja kein unbekanntes Festival. Ist jetzt, glaube ich, zum 30. Mal. Wo wir hier spielen, genau, ja. Nein, wir spielen zum 4. Mal hier. Nice. Zum ersten Mal auf der Hauptbühne. Genau. Sehr. Von dem her haben wir gewusst, wo es hingeht. Aber da sind wahrscheinlich ziemlich dabei bei den Bands, die am meisten da gespielt haben. Wahrscheinlich. Gibt's das sicher müsste nicht viel, man den Dino oder jemanden fragen, der da schon lang dabei ist. Das weiss ich nicht. Aber ja, wir haben 4 Mal. Das ist sicher. Ja, also Agnostikfront habe ich sie vorher sicher auch 3 Mal schon gesehen. Nice. Auf dem Plakat. Hatebreed hat wahrscheinlich auch schon öfters. Hatebreed wahrscheinlich auch. Sicher auch schon, ja. Grosse Bands, die ab und zu mal haut die Uni an, wenn man ihn findet. Ist gut. Also, heute ist es bei euch ausverkauft. Also, spielen von Full House dann. Ja, mal schauen, ja. Also du, wenn es jetzt so weitergeht, wie es aussieht. Es hat aufgehört. Könnte es sein, dass es uns nicht voll schifft ab macht. Und eben, ihr habt noch nicht gespielt, ihr habt den Deadliner-Slot, ihr seid der Rauschmeisser, wenn man so will. Wir sind der Headliner der Herzen. Okay. Jawohl.
Wir haben natürlich noch nie so geile Vorbands gehabt. Ja, das ist, hey, das ist natürlich schon. Jetzt haben wir es geschafft. Hatebreed und Iron Maiden haben wir auch schon als Vorband. Nice. Zwei Tage vorher. Ah, okay, okay. Ja, und Chili Peppers haben wir auch mal als Vorband gehabt. Was haltet ihr von dem Slot? Denken ihr, die Leute sind eher noch müde oder denen treiben wir es gerade noch richtig in die Knochen? Also ich muss ehrlich sagen, heute bin ich sehr positiv überrascht vom Nachmittag. Ich habe den Nachmittag hier immer leer in Erinnerung. Dass es so wirklich stimmig erst so bei der Hauptband. Ich habe dann mal Bad Religion gesehen, das ist dann super. Am Nachmittag habe ich immer gefunden. Und darum finde ich den Spot jetzt voll geil. Weil es hat mich nicht angeschissen. Ich meine, es ist immer geil und eine Ehre, wenn man hier spielen darf. Aber ja, für uns ist jetzt das, glaube ich, sicher cooler am Morgen um 12:30 als am 2. am Nachmittag oder am 3 oder am 4. Weil wir hätten ja nicht jetzt gespielt, oder? Ja, stimmt. Die Variante wäre entweder am Anfang oder am Früh oder der richtige Spalt. Und die haben uns so eingeteilt, weil sie uns das wahrscheinlich auch zutrauen. Absolut, ja. Ich meine, da muss man... ja, das, ich finde, am Freitagabend darf man da schon noch etwas bieten gegen den Schluss, oder? Absolut. Und das ist auch eine Ehre für uns. Dass man da nicht irgendeine ausländische Band nimmt, sondern, ja, also... Nein, also für mich ist das total gut. Für uns auch, weil wir werden euch auf jeden Fall schauen kommen, egal wie das Wetter noch Kapriolen macht. Als wir das letzte Interview gemacht haben, war es noch verdammt heiß gewesen. Jetzt hat es die ganze Zeit geschifft. Im Moment gerade auch nicht, jetzt scheint wieder die Sonne. Ja, aber Wetter her, das Wetter ist also tipptopp. Also. Es wird sicher dunkel sein, was ja auch schon mega geil ist. Das ist auch geil, oder? Und vor allem eben, weil wir ja eben mit unserer Feuershow noch und diesen Tänzerinnen und so. Das Büro und so, ja. Das ist das erste Mal, wo wir das können, effektiv können da wirklich das volle Programm mal fahren. Okay. Die ganze Produktion haben Drohnen schon wenigstens die Heimklasse. Ja, also so Tiger, wo durch... Tiger, wo noch so durch Feuer reift. Und, plus einfach eben, ich fahre dann mit der Harley, das wollte ich nicht sagen, mit der Harley auf die Bühne. Du darfst es einfach schon sagen, weil das Ding ist, der Podcast kommt erst nachher raus. Ja, stimmt, ist gut. Nein. Das wäre jetzt sowieso erst im Nachhinein fahren. Nein, fuck all that. Wir hauen einfach innen um 11:30 und ja, business as usual. So wie man es kennt. Richtig geil. Wir freuen uns. Yes. Und wir uns auch. Yes. Danke vielmals, habt ihr euch Zeit genommen. Danke euch. Ja. Danke euch vielmals. Gibt es noch ein Warm-up-Ritual vor dem Konzert? Podcast. Podcast. Ja. Wir kommen jetzt zum nächsten Mal einfach auch wieder vorbei. Ja, wir haben noch einmal probiert. Ah, okay. Stimmt, wir haben heute eben noch einen Aushilfsgitarrist dabei und dann haben wir einmal probiert im Goms am Rock'n'Rock Open Air. Schon unsere Probe gewesen. Also einfach letzte Woche. Ja, genau. Letzte Wochenende ist das gewesen. Und ich glaube, wir sind ready. Richtig, ja. Ready für heute Abend. So ist es. Ja, die Mick von Isbello hat mir auch schon gesagt, ich müsse unbedingt bleiben. Und ich habe ihr gesagt, ich bleibe unbedingt. Cool. Definitiv. Ich habe da auch irgendetwas gehört. Ich weiß nichts genauer. Ja, wir lassen uns alle überraschen. Jawohl, danke euch. Ja, danke euch. Bis später. Jetzt ist es fertig. Jetzt läuft das Intro nicht mehr. Jetzt sind wir wieder da. Ciao zusammen. Ihr seht uns momentan von außerhalb von unserem Container. Es ist das erste Mal momentan, wo es nicht regnet oder unnötig heiß ist. Darum haben wir gedacht, wir stellen mal die Kamera für raus. Weitwinkel. Nur für euch. Genau, damit ihr auch ein bisschen frische Luft bekommt. Damit wir mal etwas sehen. Und damit vielleicht irgendeiner das Gefühl hat, was zum Fick läuft da, dass da eine Kamera da steht und reinkommt schauen und wir können ihm dann das Mikrofon in die Hand heben. Mal schauen, ob es passiert. Wäre amüsant. Genau. Brian, was haben wir bis jetzt eigentlich so gemacht? Also, wir sind da angekommen, sind einfach überwältigend gewesen, dass wir gerade so einen Container bekommen haben, der viel zu professionell ist für uns. Hast du gerade gesagt, wir sind überwältigend gewesen oder ja, wir sind überwältigt gewesen? Eben, leider habe ich überwältigend gesagt. Ich habe natürlich das andere gemeint. Wir sind schon ein bisschen überwältigend. Ja, eben. Darum haben wir den Raum irgendwie auch doch verdient. Oder? Ja, ein bisschen schon. Aber dann... Das Problem ist, ich glaube, aus mir spricht da gerade eine oder zwei Gin Tonics von der Hawaii-Bar. Du, möglich, oder? Weil das Ding ist, ich habe gesagt, ich sauf ja nicht mehr nach Konzert. Mhm. Das ist kein Konzert, das ist ein Festival. Und ich habe nicht gesoffen, ich habe nur zwei Gin Tonics gehabt. Das heisst, ich habe getrunken. Einziges Problem an dieser Sache war, Nico, unserem Kameradude, sein Homie, ist an der Bar gestanden und hat den Gin Tonic etwa so gemacht, 4 cl Tonic, Rest Gin. Heavy! Drum, ja, aber jetzt, ich glaube, das erste Mal, wo die Leute Blumen sehen, die vor uns steht. Ja, jetzt kommt sie recht gut zur Geltung. Sehr geil. Wie läuft das Grenchen bis jetzt so? Ey, Alter, Expello haben wir eigentlich schon zu Genüge mit ihnen gesagt. Einfach der Hammer gewesen. Definitiv Top 3 heute. Ich habe meine Top 3. Valetudo hat zwar noch nicht gespielt.
Aber meine prognostizierten Top 3 vor Vale Tudo sind Adam Angst, ganz knapp unter dran March und Expello und dann alle anderen. Easy. Bei mir ist es zuerst Hatebreed und dann Expello und nachher kann ich mich wieder nicht entscheiden. Ich denke, Voice of Ruin wäre, wenn sie guten Sound gehabt hätten. Aber haben sie leider nicht gehabt. Weiss nicht warum. Jawohl. Ja gut, das Ding ist, also das, was ich jetzt vorher gesagt habe, nachher die anderen, das hat hure Abschätzung getönt. Die ja, sind auch alle sehr geil eben, gewesen. Eben, haben sie voll im Griff also gehabt. Also es ist wirklich alles sehr geil gewesen, aber... Ich bin gerade am schauen, ob ich etwas ganz verpasst habe. 8 Eimer Hühnerherzen habe ich komplett verpasst. Hast du die gesehen? Ja, habe ich auch komplett verpasst, aber absichtlich. Okay, wir können nichts zu ihnen sagen, tut mir leid. Kommen sicher irgendwann wieder, vielleicht. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass sie deutschen Punk machen. Sehr. Nein, also das Ding ist auch mehr gewesen. Ich habe halt Adam Angst habe ich irgendwie mit, keine Ahnung, knapp 17 das erste Mal gehört. Ja. Nein, das kann nicht sein. Knapp 20 das erste Mal gehört. Und es ist einfach eine Band, die mich seitdem immer begleitet hat. Und der Bassist von ihnen ist der Sänger, der Gitarrist von ihnen ist der Sänger und Bassist von Fjord. Und der Bassist von Adam Angst ist der Drummer von Fjord. Und Fjord ist ja, wie die Leute, die den Podcast hören, bekanntermaßen müssen, eine von meinen Lieblingsbands. Also ja, von dem her, wenn die spielen oder irgendwelche Mitglieder von diesen Bands in anderen Bands spielen, ist es halt wahrscheinlich gut. Und es war sehr gut gewesen. Nicht mehr nichts, was der für eine Bandbreite hat. Fjord ist doch schon ein ganz anderes Paar Schuhe. Aber auch nicht. Ja, aber auch nicht. Hast du das ganze Adam-Angst-Konzert gehört? Hast du eben sehr viel Zeug von Fjord in yeah, Adam-Angst so gehört? Weil die ganzen fürschi-bretschenden, treibenden Parts haben sie eben ja auch. Ja, okay. Die intensive Rock-Sachen. Genau. Ja, ich glaube, also morgen müssen wir uns sicher noch ein bisschen mehr mit dem Festival selber auseinandersetzen. Wir gehen sicher auch mal noch ins Publikum. Mal noch unter die Leute. Also wir sind immer unter Leute, einfach ohne Kamera. Jawohl, also wir sind jetzt eigentlich da hinten gewesen, um das Intro aufzunehmen, zum Bands interviewen und jetzt um das machen. Morgen werden wir uns ein bisschen mehr um den Podcast kümmern. Wir haben zuerst mal ein bisschen Tag gebraucht, um akklimatisieren. Ja. Gesundheit, Brian. Vielen Dank. Ja. Aber alles in allem ein Hammertag. Es hat viel mehr geregnet, als angesagt war. Alter, darum, ich habe das falsche Schuhwerk für hey, das. Absolut. Die falschen Hosen, falsche Schuhe. Und ich hoffe, dass ich nach Hause komme. Weil ich habe... Oh, stimmt. Hast du Videos gesehen von Wodiu auf dem Parkplatz? Ja, du. Also die werden mit dem Trecker rausgezogen. Ja, das Ding ist, wir sind ja mit einem Kollegen da hingefahren. Und er hat das Gefühl gehabt, er geht schnell nach Hause duschen und kommt uns dann nochmal holen. Dann haben wir das Gefühl gehabt, hey, ist easy, unsere Kollegin würde uns sonst heimfahren. Aber sie steht auf dem Parkplatz, wo Wodiu die Story gepostet hat, wo Leute mit dem Traktor abgeschleppt werden. Das heisst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich heute überhaupt nach Hause komme. Ja, schon nicht ideal. Weißt, ich habe ein Zelt, aber ich kann nicht dich und deine Frau auch noch beherbergen. Es ist echt eng. Ja, das Ding ist, ich wohne ja 20 Minuten von da. Darum ja habe ich gesagt, ich komme mit. Ich zelte nicht da. Sehe ich. Aber für das müssen wir auch heimkommen. Wie lange hast du zu Fuß? Ja, vor allem, ich habe das gleiche Problem wie letztes Jahr. Ich war wieder zwei Wochen in diesem Freestyle-Camp als Skate-Trainer und ich bin komplett am Arsch. Ich habe überall blaue Flecken, ich bin müde. Eigentlich wie nach einem Festival. Aber du bist an einem Festival! Genau, im Backstage und ich komme immer noch nicht ganz darauf klar. Er ist absolut genial. Also, fetter Shoutout an Leni vom Open Air Kränichen. Für diesen geilen Container, nur für den Poddy. Und vor allem auch fette Shoutout als ganze Open Air Grenache. Absolut. Für einfach so fette G's zu sein. Und die ganze Hospitality da hinten, wirklich super. Fette G's zu sein, bin ich ein Hip. Was ist los, Alter? Das ist so ein Hip-Hop-Podcast anscheinend. Das ist nicht ein Hip-Hop-Podcast, das ist einfach nur cringe gewesen. Fette G's. Fette G's, einfach nur cringe gewesen. Nein, ja, Alter, schau mal meine Schuhe an. Ja, es ist schon grusig. Das ist absolut daneben. Absolut daneben. Weißt du, was mega lustig ist? Voran ist, ist der Bassist von Adam Angst durchgelaufen, hat er reingeschaut und hat gelacht. Nice. Das finde ich geil. Ja, Ding ist, was ich auch noch sehr lustig fand, der Niki von Expello ist jedes Mal, wenn ich in Backstage reingelaufen bin, am gleichen Ort auf dem Sofa im Backstage gehockt. Und dann hat er mir vorher erklärt, dass man es hinterlassen kann. Und da sind wir richtig da gelegen, wie Cheese. Da wären wir wieder beim Wort. Da sind wir wie so Erstklasse.
Erstklass-Wichser in einem Airbus A380 sind wir gelegen. Ja, stimmt, das kommt an. So alle, das Fussvolk draussen im Schlamm am Stehen, wir so, wir liegen da jetzt im Fuss hochlagern, ja, ja. Also so hoch sind sie nicht gelagert, sie sind aber gleich hoch wie der Rest von uns. Ja, so. Gut, es hat aber gleich, es hat aber gleich parallel zum Boden piss, also gleich parallel zum Boden, wie es vorher über geschifft hat. Es hat ja mal Huren runtergelassen. Ja, also es ist so heftig gewesen. Vor allem angesagt, irgendwie, ja, mal ein paar Tröpfchen um die 9, aber es hat zweimal huren grusig geschifft. Yep. Zum aber Glück nicht gewittert, es hat noch geregnet. Ja. Blitz und so ist immer vom Strobo gekommen. Und wir haben wirklich keine Einbussen gehabt im Festival. Sie haben mega schnell Stroh gebracht und das verteilt vor der Bühne. Und auch weiterhin, ich habe es einfach gerade gesehen vor der Bühne. Und wirklich, sie haben sich so Mühe gegeben, sie haben zack reagiert und geschaut, dass der Boden so trocken wie halt möglich sein kann. Darum Respekt. Jawohl. Es ist halt trotzdem noch ein bisschen Schlammschacht momentan. Aber in den wichtigen Bereichen ist es ganz okay. In der Hawaii-Bar. Der Hawaii-Bar. Und in der Hawaii-Bar ist momentan kein Schlamm am Boden und du kannst dich dort göttlichst abschiessen an der Bar, wenn du willst. Darum, falls du an einem... Das sehen sie gar nicht. Ist live. Egal. Ja, mach es. Mach es. Geh nächstes Jahr in die Hawaii-Bar und schiessen euch ab. Das Ding ist, ich habe gehört, der Mike von früher Whiteout, jetzt Bachelorette, hat probiert... Was hat der Nico hat ja gestern dort geschafft an der Bar. Und dann hat er doch eine Orange kaufen. Ah, ja, stimmt. Es gäbe so wenig Früchte an dem Festival. Und dann hat er sich eine Orange kaufen. Und dann hat sie einfach nicht bekommen. Daneben. Das heisst, falls es überhaupt noch Verbesserungsmöglichkeiten gäbe für das geniale Festival da. Hey, sorry, aber wirklich, jetzt mal unter uns. Sag. Es ist wirklich ein sehr schönes Festival. Ja, es ist wirklich... Die Grösse ist perfekt. Die Auswahl der Acts ist perfekt. Was wir noch nicht wirklich gesagt haben, es ist vor allem fucking sold out. Heute noch die letzten Tickets raus. Es ist einfach ausverkauft. Wir mögen es den Organisatoren so gönnen. Sie haben es wieder geschafft. Sold out. Es hat ein Schildchen vorne dran, das heisst sold out. Das heisst, es kommt niemand mehr rein, der kein Ticket gekauft hat im Voraus. Darum, falls du so einer bist, der sagt, ich kauf's ihn schon noch und ich will jetzt doch gehen, du kommst nicht mehr rein. Am Opener Grenichen wird es schwierig. Kauf dir das Ticket im Voraus. Kauf es im 25 zum günstigen Early-Bird-Tarif. Weil die Bands werden, wenn das Booking gleich bleibt, ziemlich sicher geil sein. Was freust du dich morgen am meisten, Brian? Ich freue mich morgen am meisten auf fucking Escuela Grind. Ich habe die letztes Jahr dreimal gesehen. Morgen wird es das vierte Mal sein. Ich finde die einfach perfekt. Und ich freue mich ganz gleich fest auf What You, weil die habe ich schon zweimal gesehen. Aber das ist beides irgendwie schon mega lang her. Das ist beides, glaube ich, im 22. gewesen. Es wird die höchste Eisenbahn für What You. Hast du sie zweimal mit uns gesehen, in dem Fall? Ja, genau. Crazy. Ja, What You ist eine absolut geile Band. Und ja, Vicious Rain spielt morgen. Auch gut. The Small District spielt morgen. Und fucking Breakdown of Sanity spielt morgen. Ja, es wird richtig heftig. Dein also, Favorite von denen, falls überhaupt einen kannst nehmen. Okay, mein Favorite von diesen Bands, Silosis. aber Silosis ist mein Favorite vom Festival. War, bis ich jetzt gerade wieder Adam Angst gesehen habe. Und Adam Angst ist einfach so. Es lässt mein Punkherz höher schlagen. Adam Angst ist einfach wirklich die Band, die mich. Ha, funny, jetzt ist gerade literally in dem Moment, wo ich gerade gesagt habe, dass Adam Angst mein Punkherz höher schlagen lässt, ist der Bassist von ihnen hinter der Kamera durchgelaufen. Er ist direkt hinten durchgelaufen. Ja. Nein, wir sollten mal aufhören, weil ich glaube, Vale Tudo ist gerade am Soundchecken. Und am Double Bass Soundchecker. Wenn du gescheit reinhörst. Sogar ein paar Triolen nicht gehört, nicht schlecht. Absolut stabil. In dem Fall, Open Grenichen, da guys, it's a rap. Es war geil gewesen. Wir freuen uns auf morgen und morgen geht's weiter. Stay tuned für euch noch ein paar Sekunden für unsere ganze Nacht. Fröschen, das ist schon gut. Für euch nur ein paar Sekunden für unsere ganze Nacht. Weißt du, was es da braucht? Yeah! 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 Sorry, wir sind viel zu besoffen, um das aufzunehmen. Aber wir haben es super gemacht. Vor allem, weil ich einfach zwei Gin Tonics... Nach zwei Gin Tonics kannst du nicht so besoffen sein, wenn ich jetzt bin. Was machen die Robbenergrenchen? Was machen die? Ich liebe euch. Tschüss, gute Nacht. Bye, bye.